Wenn man grossem Druck ausgesetzt ist, dann rebelliert also der Körper. Wegen dem hat unsere Frau angerufen, sie hätte Besuch wollen vom Dr. Albert Wettstein. Irmgard Buttleger ist in einer schwierigen Situation. Ihr Lebenspartner ist krank und braucht ihre Hilfe. Dr. Albert Wettstein besucht sie heute in Möriken, Kanton Aargau. Denn die fast 80-Jährige leidet sehr oft unter Spannungskopfschmerzen. Vielleicht ist Irmgard Buttlegers Situation gar nicht so aussichtslos. Ja. So, wie geht es Ihnen so, Frau Buttleger? Schon seit 2 Jahren habe ich Kopfweh. Jawohl. Und Sie haben den Kopf geröntgt und die Hirnströme gemessen und haben nichts gefunden. Ja, das ist ja nicht rausgewöhnt. Das ist ja meistens so bei Kopfschmerzen. Ja, ja. Meistens sind ja Kopfschmerzen nicht durch Sachen im Kopf, sondern von den Spannungen, die man hat im Leben verursacht. Ja, ja, oder? Ja, das ist schon so. Und auch in Ihrem Leben gibt es ja nicht wenig Spannungen, oder? Ja, eben, mein Lebenspartner ist angeschlagen. Ist krank. Wann sind denn die Schmerzen amigs? Also jetzt tut es hauptsächlich Nachmittag kommen's. Am Nachmittag kommen's. Ja. Und wie lange dauert es denn etwa? Ja, bis ins Bett gehen. Bis ins Bett. Haben Sie denn schon ein Schmerzmittel genommen? Eben vertrage ich nicht. Ich bin ja gesehen, Kuren einfalten, ja. Und ich vertrage kein Schmerzmittel. Mhm. Aber es ist einfach so, dass ich eben anfange am Limit bin, weil ich immer Schmerzen habe. Ich habe immer Schmerzen. Jeden Nachmittag? Jeden Nachmittag und jeden Abend. Jawohl. Und haben Sie schon mal probiert, das Mittagsschläfchen zu machen? Ja, ich mache schon eine Entspannung. Ich tue Kassetten hören für autogenes Training. Jawohl. Und dann gehe ich laufen jeden Tag. Ja, und da, während dem Laufen haben Sie keine Schmerzen? Nein. Das ist komisch. Aber wenn Sie wieder heimkommen? Dann geht es wieder los. Dann geht es wieder los. Also ich denke, wichtig ist, dass Sie die Sachen weiterführen, die am erfolgversprechendsten sind bei Spannungskopfschmerz. Das ist die Entspannungsübung und gehen spazieren, gehen laufen. Schauen Sie doch, dass Sie mal das Medikament etwas aufsetzen, bis auf 60 mg. Und dass das die Entspannung etwas besser ist am Morgen und etwas länger anhaltet. Und probieren Sie dann, wenn die Schmerzen stark sind am Nachmittag, sagen Sie nur am 4 oder am 5, ja. Tun Sie doch noch mal ein autogenes Training machen. Ich denke, ich muss ja auch etwas stark sein, oder? Natürlich, müssen Sie auch. Oder? Müssen Sie auch. Sind Sie auch? Ja. Sind Sie auch? Und wenn ich dann eben so Probleme habe mit Kopfweh, dann gehe ich eben runter. Ja, 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 ja. Also ich glaube, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, wenn man, statt dass es ringen wird im Alter, wenn man plötzlich eine schwierige Last anfangen zu tragen, jemanden, der nicht mehr gesund ist, betreuen. Ganz, ganz zentral wichtig ist da, dass man sich entlasten lässt. Das machen wir schon, aber eben, wenn es einfach wieder, eben, dann denken wir, jetzt habe ich heute sicher mal einen guten Tag. Und dann ist es schon wieder so. Ja. Mit dem das verarbeiten, oder? Ja, ja. Das ist nicht einfach. Das ich glaube, Sie müssen einfach sich bewusst sein, die Belastungen bleiben. Ja. Die werden nicht kleiner, die werden eher grösser mit den Jahren. Und Sie müssen lernen, mit denen umzugehen und versuchen, die Entspannungsübungen auch dann zu machen, wenn es wirklich nötig ist, wenn Sie Schmerzen haben. Mhm. Probieren Sie doch das einmal.